Oh, hallo, Bruder. Was geht mit dir? Ja, der ist natürlich auch gleich eine ganz andere Hausnummer, weil wir sind hier im 200er Gebiet. Der hält ein bisschen mehr aus als da unten. Aber das nützt ihm auch nicht wirklich was. Oh, 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 Alter. Sexy, sexy. Wir haben eine geile Rune bekommen, die mir richtig Spaß macht, die ich richtig nice finde. Die ist eigentlich, ja, hier, Mimias Brunnen. Warte mal, wir haben ja noch einen Segen. Machen wir gerade den sechsten Rüstungs-, den Runenplatz frei. Nee, Quatsch. Ah, das geht nicht, ne? Den sechsten Runenplatz. Doch, geht. Nice. Gut. Das ist auch schon mal geklärt. Können wir nämlich gerade... Hat er jetzt schon irgendwelche ausgerüstet? Eins, zwei... Was haben wir denn hier? Falle des Todes, 25% deiner Seelen behalten. Kaltblütig. Ja, hier haben wir das, das. Dann machen wir hier Mimias Brunnen. Was? Ups. Habe ich gerade verlassen? Leider. Lol, scheiße. Was war das bitte jetzt? Was habe ich denn jetzt für einen Mist gebaut? Alter, ich wollte doch nur eine Rune ausrüsten. Hoffentlich habe ich die jetzt noch. Ja, ich bin nämlich hier. Gut. Wie konnte das gerade passieren? Hä? Bin ich irgendwie auf Beenden gekommen oder was? Hier, Mimias Brunnen. Ausrüsten. Ja, danke. Geht doch. Drei, vier, fünf, sechs. Man sieht das so schlecht. Die hätten, wir können ruhig ein bisschen anders anders markieren, ey. So, jetzt habe ich sechs Runen. Zwar noch nicht die, die ich gerne hätte, aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, wir haben noch keinen Hitzeschaden bekommen. Saufen wir erstmal ein bisschen Met hier. Es ist auch gerade nicht so bockheiß, ne? Wenn wir noch keinen Hitzeschaden bekommen, dann können wir eigentlich auch ohne die Platte hier gerade kämpfen. So. Guten Tag. Macht er jetzt auch ein bisschen mehr Damage als vorher. Wir haben den ja eigentlich nur nicht geschafft, weil die Waffe kaputt gegangen ist und weil wir dann auch Hitzeschaden dabei bekommen. Sonst hätte ich ihn auch noch mit einer anderen Waffe kaputt gemacht. Ja, 30.000 haben wir ihm schon abgeknüppelt. Sehr schön. Es kommt hier keine Hitze. Warum kommt jetzt keine Hitze? Achso, ich habe schon eine bessere Rüstung, ne? Die ein bisschen uns schützt. Weil, ja, wir haben ja danach erst die Rüstung... Ne, ja doch, kann sein, dass wir die Rüstung dann auch noch aufgewertet hatten. Bin mir nicht sicher. So, Mimias Brunnen ist so eine Art schwarzes Loch, wo das erzeugt. Wenn du einen Gegner killst, und bei Gruppen von Gegnern ist das geil, weil die werden angezogen und dann macht das massiven Damage. Das könnte uns helfen. Ein bisschen. Ja, das geht schon ganz schön auf die Waffen, ne? Also der Fight. Hat schon ein bisschen Life, der Kerl. Da wir keine Eiswaffe haben. Ja, das Problem ist, also gegen den Eisriesen sind wir ja schon relativ gut gestellt mit dem Muspelheimhammer hier, mit dem Feuerhammer, ne? Und gegen den Dunkeljöten brauchen wir noch eine Nornenwaffe, also wie den Bogen zum Beispiel. Nur wahrscheinlich gehe ich davon aus, dass wir da schon bessere Waffen brauchen. Gleich ist meine Waffe kaputt. Aber es hat gereicht. Yay! So, was haben wir denn alles bekommen jetzt hier? Was haben wir denn alles bekommen? Eine Waffe haben wir keine bekommen. Das ist auch nicht so schlimm. Jetzt mache ich mal hier das hier auf 2, weil es bringt nichts mehr, die kaputte Waffe jetzt noch mitzuführen. Ja, da haben wir gar nichts bekommen, ne? Wir haben schon grüne Ausrüstung. Plünderer-Sachen. Könnte sein, dass das war. Jetzt haben wir... Hä? Warum ist denn da immer noch ein Ausrufezeichen an diesem blöden... das nervt mich, ehrlich. Eigentlich hatten wir Materialien bekommen, ne? Und einen Segenspunkt. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, wo gehen wir denn jetzt rauf? Achso, wir wollten noch den Trank erhöhen. Das wäre noch eine Möglichkeit.
Wo ist denn eigentlich die Bewegungsgeschwindigkeit? Gibt es sie hier auch? Mal Bewegungsgeschwindigkeit ist auch geil. Was haben wir denn hier? Du hinterlässt beim Rollen einen angreifenden Wolf. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Achso, es kann aber auch sein, dass das so dieser Charakter ist, den ich nicht spiele. Obwohl ich jetzt auch wieder ein bisschen variiert habe und auch andere Sachen spiele. Andere Charaktere jetzt einfach mal. Erhöht die Gesamt-LP um 40%. Uff, das ist natürlich auch nice. Gewinne Mana, wenn du einen Treffer einsteckst. Und verhindert die Rückstoßeffekte. Und du behältst einen LP, statt zu sterben. Das ist natürlich ein Safety Skilltree, der ist auch nicht schlecht. Ah, da ist die Laufgeschwindigkeit. Was haben wir denn da noch? Ullas Schritt freischalten, das ist diese Bogenfähigkeit. Langsame Gegner mit Combo-Angriffen. Oh, verlangsame Gegner mit Combo-Angriffen. Das wäre natürlich auch nice. Ah, es ist so schwer zu... Oh, vierten Mana-Balken. Ich glaube, diesen Zweig werden wir erstmal machen. Ja, und Schaden des letzten Combo-Angriffs. Das trifft sich ja auch mit unseren Kombos. Was haben wir denn hier? Alle zwei Combo, ein zweiter Angriff ausgelöst, ja. Und das noch mit 20% Angriffsgeschwindigkeit, ne? Und dann, das hier würde ich gerne alles voll machen einfach. Und das hier, eigentlich diese Punkte würde ich gerne alle voll machen. Und auf jeden Fall diesen Tree hier fertig machen. Ah, und dann vielleicht auch noch tatsächlich die Laufgeschwindigkeit. Mal gucken, vielleicht auch noch Bogen irgendwie ein bisschen besser machen. Das ist alles nicht so einfach. Die Qual der Wahl. Aber wir haben ja noch einige Punkte. Da ist das schwarze Loch. Und ihr seht jetzt, saugt's an. Bam. Ja. So, wir müssen jetzt einfach hier noch ein bisschen farmen. Oh, da ist es jetzt auch wieder. Und da fliegen sie rum. Deswegen, gerade bei solchen Lagern wie hier, da habe ich nämlich dran gedacht, ist das natürlich mega geil, wenn man dieses schwarze Loch hier triggert. Komm, explodier endlich. Und hier Zeug farmen. So. Was ist denn jetzt eigentlich unsere... Beende Kyridurs Raubzüge, um die gestohlenen Entwürfe zu bergen. Okay, das ist der Eisriese, der nächste. Bumm. Die Frage ist, wo ist der? Ey, ist da oben? Wir sind ja nicht da oben hergekommen. Ist das tatsächlich der Dungeon? Ist der hier auch in dem Spiel? Nice. Oh Gott. Wo haben sie den denn geparkt, Mann? Das ist aber gut, da haben wir dort auch schon mal das Eisgebiet, um dort nochmal ein bisschen Zeug zu farmen, ne? Da werden wir uns dann auch demnächst hinmachen. Ich glaube, da bleiben wir doch erst, hier reicht es, dass wir so ein vorläufiges Base haben. Wir können ja hier hinporten und hier farmen, das ist ja kein Problem in der Wüste. Und dann werden wir aber, glaube ich, dann trotzdem dort bleiben, wo wir erstmal sind. Bei uns dort, weil das ist relativ zentral, finde ich. So, und in diesem Kampf hier, da gehe ich jetzt so rein. Auch wenn das, wenn die da ein bisschen resistent sind dagegen. Oh, oh. Hier gibt es Massenexplosionen. Ah, ich muss gleich mal bei den... Oh, was ist denn das? Ein Goblin-Hau... Ja, danke. Danke, danke. Also der Riese hat mich genau erwischt. Meine Fresse, das war böse. Jetzt gucken wir mal, wie viel Seelen wir verlieren mit dem Tod eigentlich. Ich weiß es nicht genau. Ah, doch, die Hälfte. 50% verlieren wir. Und ihr seht, da hinten läuft zum Beispiel so ein Mega-Gegner rum. Ich muss jetzt natürlich nochmal hier durch und mein Zeug holen. Die Hälfte von den Seelen verlieren wir, ohne dass wir irgendwie Seelenhüter haben. Oder haben wir... Ne, wir haben Seelenhüter, ne? Warte mal. Ja, genau, 25. Also ich glaube, man behält standardmäßig auch 25%. Und jetzt haben wir ja 50% behalten, ne? Wir hatten ja nur... Wir hatten ja 12.000, haben jetzt 6.000. Dann heißt das, standardmäßig behält man ein Viertel
Und mit dem Seelenhüter zwei Viertel, also einhalb, ne? Wenn ich jetzt nochmal Seelenhüter reinmache, müssten wir sogar 75% dann. Guck mal, ich könnte ja 100% machen, ne? wenn ich jetzt hier Nachteule wegmache. Die brauchen wir momentan nicht. Und Thors Wut brauchen wir auch nicht, weil gegen Jöten können wir ausrüsten, wenn wir gegen den kämpfen. Jetzt haben wir einfach mal 75% Seelen halten und wenn wir sowieso schon 25% von unseren Seelen behalten, dann müsste das eigentlich so sein, dass wir jetzt 100% behalten, wenn wir sterben. Wenn das Spiel das zulässt. Es kann natürlich sein, dass es auch irgendwie prozentual von den Prozenten abgeht und wäre dann nochmal eine andere Geschichte. Nicht wundern, dass wir jetzt... Wir sehen ja immer in Klammern, was wir insgesamt haben. Wir sehen das oben rechts, was wir aufsammeln und was wir in Klammer haben. Aber das ist ja, da hinten liegt ja auch mein Stuff, ne? Oh, da ist so einer. Ein starkes Heal-Monster. Was uns auch ein bisschen besseren Stuff gibt. Auch uralten Kern zum Beispiel, ne? So. Jetzt muss ich gucken, wie ich da reinkomme. Ey, wo liegt meine Kiste? Ne, sag jetzt nicht, dass meine Kiste da oben liegt, ne? Doch, da komme ich nicht mehr ran. Das ist auch so ein scheiß Spielfehler. Klasse. Vor allem, wir haben auch das Horn vom Dings dann nicht mehr, ne? Vom Jöten. Weil ich da oben nicht rankomme. Och! Explosion in die Explosion rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Behalten wir die 6400 Seelen. Ja, wir haben sie komplett behalten. Scheiß Explosion, ey. Ich muss da oben erstmal alles um den Riesen rum kaputt machen. Ah, das ist halt... Qualmhochland ist echt schon hoch und wir haben noch keine ordentliche Rüstung und ja, die Waffe ist zwar gut, aber die ist ja auch noch nicht perfekt, da gibt es ja auch noch bessere und es ist eben ein hohes Gebiet, da geht man eben Risiko. Was mich halt jetzt echt anpisst, ist, dass diese Kacke da oben drauf liegt. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht hochbauen kann, aber ich habe ja auch nichts zum Bauen. Das müsste ja, wenn dann auch alles dort oben drin liegen. Aber ich hatte ja auch, glaube ich, nichts zum Bauen, ne? Ach man, das ist echt doof. Und das ist so oft in dem Spiel, das ist schon seit Release so, auch wenn ihr zum Beispiel euer Dorf verteidigt und ein Tor habt, da werden so oft Loot-Sachen dort oben drauf gespawnt, wenn ihr kämpft. Das ist einfach Müll. Das finde ich echt schade. Das müsste doch einfach mal irgendwann, müssten sie das doch auch mal hinkriegen, dass das nicht passiert. Weil kann ja nicht sein, dass ich nicht mal an mein Zeug drankomme, nur weil es irgendwo... im Nirvana spawnt. Das ist echt dumm. Das ist sau dumm und sau ärgerlich. So, jetzt lebt ja hier schon nicht mehr viel. Ne? Sollten wir das ja hinkriegen. Gegen den Riesen an sich sollten wir eigentlich gewinnen können. Ja. Ja. Oder er schmeißt... Ich wollte ihm eigentlich das Ding überschmeißen. Der hat es mir übergeschmissen. Ah, der macht schon Damage. Und der ist ein Fresser. Der ist nicht ohne. Vor allem, ihr seht, das macht halt kaum Schaden, ne? Ich probiere es jetzt einfach mal mit dem Bogen. Habe ich den jetzt geheilt gerade? Ich habe ihm eine Heilaura übergeschossen. Stimmt, das kann der Nornbogen 2, ja? Ich glaube, das läuft besser. Ja. Die Hitbox im Spiel ist auch ein bisschen komisch, das habe ich auch schon öfters, auch wenn ich gegen Jörmagundur kämpfe, also gegen den Saga-Boss, die Schlange, die Midgard-Schlange, dann muss ich halt einfach sagen, die trifft nicht, visuell trifft sie nicht und ich bin trotzdem von ihr vergiftet oder hart gehittet und das ist halt auch so eine Sache. Das sind so die zwei Kritikpunkte eigentlich, die ich an dem Spiel habe. Erstmal dieses Hochverschwinden vom Loot.
Und zweitens eben dann die Hitbox ist einfach grauenvoll zum Teil. Und das war hier eigentlich auch so. Ich habe nicht mal die Druckquelle gesehen, also dass die irgendwie in der Nähe wäre oder so. Ja, schwierig. Ich finde es halt ein bisschen unsauber im Spiel. So, und das Problem ist, wie gesagt, wenn der jetzt nicht mehr spawnen sollte, dann weiß ich halt auch nicht, wie wir an sein Horn drankommen könnten. Und das heißt, wir würden niemals Heiltränke erstellen können im ganzen Spiel. Wenn das dumm läuft. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Warte mal. Materialien, ne? Das müsste ja bei Materialien sein, ja. Das ist nämlich nicht mehr da. Wir haben ja jetzt das Horn nicht von dem Arschkeks. Hier oben komme ich auch nicht dran. Der hat jetzt wieder Full Life, ne? Das Problem ist, ich will jetzt gegen ihn kämpfen, weil ich nochmal gucken will, ob ich vielleicht doch irgendwie an meine Kiste komme. Ich weiß zwar nicht wie, aber vielleicht findet sich ja doch ein Weg. Ich glaube es zwar nicht. Oh, ich sollte den jetzt auch mal schaffen, ey. Der ist zwar nicht ohne, weil der halt wirklich krassen Damage gegen uns macht, aber ja. Muss ich halt mal konzentriert spielen und kämpfen. Dann ist das auch kein Problem. Und das war's für dich. So. Den haben wir. Zumindest haben wir keine Seelen mehr verloren nach der ersten Aktion. Na, da haben wir noch sogar Schmiedeeisen und so ein Stuff gefunden, aber ich komme nicht mehr da oben dran, ne? Das liegt jetzt einfach da oben. Das ist Wahnsinn. Guckt er das an. Das ist total dumm, Mann. Ach, da. Aber zum Glück hatten wir alles bei uns an der Base liegen lassen, ne? Was wir an Stuff hatten und nicht alles mit dabei. Das wäre halb ärgerlich, weil, ja, auf einer Seite sage ich ja, man kann alles wieder zurückholen. Eigentlich ist gar kein Problem, wenn man nicht so weit weg ist von dem Sterbepunkt, dann kann man es eigentlich auch immer wieder zurückholen. Das Problem ist halt, wenn es so landet, ist es halt weg. Und da glänzt das Spiel nicht, weil das ist nämlich jetzt mittlerweile ein Jahr draußen, das Spiel, und das war von vornherein dieses Problem. Vorher ist es auf Toren, ist es auch immer hochgeklitscht. Ich bin ja nicht da oben gestorben. Ne? Ich komme ja gar nicht da oben hin. Das ist halt, ja, weiß nicht, nervt mich halt auch sowas. Vor allem, wie gesagt, da sind jetzt die Hörner von unserem Jöten drin. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal besiegen können, ob der nochmal respawnt nach einer gewissen Zeit oder ob es das jetzt war. Weil da macht es eigentlich auch nicht mehr so viel Sinn, weiterzuspielen, wenn ich mir irgendwann keine Tränke kaufe. Gut, ich könnte mal sie wahrscheinlich auch kaufen beim Hexer oder so. Wir gucken uns das jetzt auch mal an. Jetzt holen wir uns noch ein paar Ranken mit und so. Das hatten wir ja auch gebraucht. Aber ich muss jetzt halt auch schon gucken, meine Waffen sind da jetzt auch gleich hinüber. Ja, jetzt kann ich nur noch den Feuerhammer benutzen. Gut, für die normalen Gegner reicht das ja noch, für hier ein bisschen rumzufarmen. Ich will halt jetzt noch ein bisschen Zeug holen. Und dann sowieso zurückkehren. Oh, der Werwolf ist natürlich hier auch stark. Ist auch nicht cool, weil der ist ja auch resistent gegen Feuer. Ist gerade nicht so mein Lieblingsgegner, der hier erscheinen konnte, ne? Aber ich habe ihn noch geschafft. Noch mal einen uralten Kern bekommen. So, lassen wir hier mal unsere Lebensenergie ein bisschen brummen. Ich könnte jetzt natürlich auch den Amboss hier hinstellen.
Hey, warum mache ich das eigentlich nicht? Warte mal. Weil wir können den ja jederzeit nochmal bauen. Da können wir ja wenigstens unsere Waffen reparieren. Zack. Dann sieht das Ganze schon wieder besser aus. Steht der Amboss mitten in der Wüste. Aber das ist ja kein Problem, weil den kann ich ja immer wieder bauen. Der verschwindet ja dann dort, wo er steht. Aber ich kann ihn einfach wieder bauen. Weil er nur einmal in der Spielwelt sein darf. So, jetzt haben wir aber die ganze Wüste hier links gemacht. Müssten wir die Wüste hier gucken, ob da ein Hexer ist. Aber ich wage es schon fast zu bezweifeln. Ach, Ranken wollten wir noch mitnehmen. Komm, ich gehe jetzt einfach mal hier runter und farme da noch ein bisschen was. In das große Lager möchte ich jetzt nicht unbedingt reingehen. Da können wir wieder sehr schnell sehr tot sein. Oder gehe ich rein? Gehe ich rein oder gehe ich nicht rein? Wäre noch mal ein Riesen mit großen Knochen. Da liegen jetzt auch einige auf dem Dach, ne? Ach, das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Das werde ich auch so schnell dem Spiel nicht verzeihen. Angeln wir mal in der Wüste. Mal gucken, was wir da so fangen. Wüstenfuchs, Wüstenfisch. Hering. Viermal. Sehr schön. Holen wir uns noch ein paar Königskerzen mit. Ist auch später für Heiltränke und so. Falls wir die jemals bauen dürfen können, ne? Ah, hier ist schön viel Stein. Und Granat brauchen wir auch noch. Goldklumpen bräuchten wir auch noch, aber die gibt es auch, glaube ich, nicht so in der Wüste. Die gibt es, glaube ich, nur im Durchgang. Und eben auch an anderen Spots, zum Beispiel auf den Inseln, wo man die Leuchtfeuer entzünden muss. Und im Vulkan gibt es, glaube ich, auch Gold. So, 6 Heringe. 6 Heringe gezogen. Das ist ja nice.